Wir sprechen mit Head Coach Patrick Esume über das bevorstehende Spiel gegen die Düsseldorf Panther. Diesmal in der GFL, letzte Woche in der EFL 59-6 gewonnen. Patrick, was ist die große Herausforderung für so ein Back-to-Back-Spiel, wenn man so hoch letzte Woche gewonnen hat in Düsseldorf? Ja, die größte Herausforderung ist natürlich, das Team motiviert zu halten und sicherzustellen, dass der Gegner nicht auf die leichte Schulter genommen wird, was natürlich immer sehr gefährlich ist. Aus dem letzten Spiel, was nimmst du mit? Wer sind die Schlüsselspieler? Wer hat sich da besonders hervorgetan? Und sind die Jungs auch dieses Wochenende einsatzfähig? Also besonders hervorgetan in der Verteidigung hat sich, glaube ich, Chris Covey, das war offensichtlich. Der hat ein Riesenspiel gemacht. Und in der Offense sind zwei Spieler vorzuheben. Einmal unser Quarterback, Nick LeMason, der nach 6 Wochen Pause sein erstes Spiel gespielt hat und trotz miesem Wetter, glaube ich, 13 von 16 Bällen angebracht hat für 210 Yards, 4 Touchdowns geworfen, keine Interception und einen selbst erlaufen. Und natürlich unser Running Back Jermaine Allen, der in den Special Teams Return Touchdown gemacht hat, den Ball gelaufen ist, gefangen hat. Also der hat in all drei Phasen des Spiels richtig was abgeliefert. Die beiden starten daraus. Du hast jetzt den Luxus, am Wochenende aus zwei amerikanischen Quarterbacks auswählen zu dürfen. Wer wird da am Sonntag das Rennen machen? Ja, da gibt es nichts zu rütteln. Unser Quarterback ist Nick LeMason und der wird starten und das Spiel spielen. Je nachdem, wie sich das Spiel gestaltet, wird dann auch Kyle mal ins Spiel kommen. Aber der Starting Quarterback steht und der wird sich auch nicht verändern. Patrick, für die Fans natürlich besonders interessant die Starting-Formation. Wir wollen mal durch die Offense gehen, angefangen mit der Offense-Line. Gibt es da Veränderungen oder sagst du, aufgrund dessen, dass wir gut und sicher gewonnen haben, bleibt in der Offense alles wie gehabt? In der Offensive-Line bleibt alles so wie in der letzten Woche. Da von links nach rechts der linke Tackle ist Martin Töwe, der linke Guard wird Henning Knut sein, unser Center ist wie immer Olli Beek, rechter Guard ist Timo Winter und der rechte Tackle ist Robin Fetch. Sascha Sauer immer noch Rippenprobleme, dieses Wochenende nicht einsatzfähig? Nee, Sascha ist noch nicht einsatzfähig und wird nächste Woche aber wieder zu uns stoßen. Dann auf der Tight-End-Position haben wir ja auch noch zwei, wobei du einen in die Defense verfrachtet hast. Harry Ennis bleibt unser Starting Tight End. Harry Ennis bleibt unser Tight End, ist auch der Letzte, der übrig ist. Bei den Receivern wird sich auch nichts ändern, da ist Philipp Schulz unser Ex-Receiver und der Z-Receiver ist wie immer Garrett Andrews. Unsere beiden Running Backs sind, Fullback ist Miguel Bo und Tailback ist Jermaine Allen und Quarterback, wie schon gesagt, Nick LeMason. Wenn wir uns die Defense angucken, auch die hat in Düsseldorf überzeugt, gibt es da Änderungen oder bleibt auch da alles wie letzte Woche? Leider gibt es da nur eine Veränderung, leider, weil das bedeutet, dass noch nicht so viele Verletzte zurückgekehrt sind. Aber in der Defensive Line werden die beiden Defensive Ends werden Leif Albrecht und Jack Huke sein. Die beiden Tackles inside sind Chris Covey und Tim Eggman. Dann spielen wir auf Linebacker mit Daniel Laporte und Tjadrik Hansen in der Mitte. Dann werden wir sicherlich mit 5 DBs spielen. Mit Derek Postdorfer, der sozusagen die Nickel-Position spielt. Die beiden Cornerbacks werden Drew Thomas und Jan Abrahamsen sein. Und dann haben wir unseren Import-Safety Timothy Breaker zurück, der wird Free-Safety sein. Und das Eigengewächs Hannah Clovio spielt Strong-Safety. Vielen Dank, Patrick Esume, für den Ausblick auf Sonntag. Wir wünschen dir viel Glück und hoffen natürlich auf einen haushohen Sieg wie am letzten Wochenende. Dankeschön.